Der Herrscher von Dubai, Scheich Mohammed, ist bekannt für seine rücksichtslose Behandlung von Ex-Frauen und eigenen Töchtern, die es gewagt haben, seinem Willen zu widersprechen. Doch diese Geschichte geht sogar für diesen östlichen Monarchen über das Übliche hinaus. Die ehemalige Frau von Mohammed erinnert sich mit Schrecken und Tränen in den Augen an seinen Namen, denn er hat sie von allem vollständig beraubt. Ihre Liebesgeschichte begann sehr schön, und es schien, als würde sie ein Leben lang dauern. Warum verschwand ihre Liebe dann? Wie hat Scheich Mohammed den Weg von leidenschaftlicher Hingabe zu dem zwanghaften Wunsch durchlaufen, das Leben seiner Geliebten zu brechen? Schauen Sie das Video, um es herauszufinden. Lassen Sie uns beginnen. Die zukünftigen Ehepartner lernten sich im fernen Jahr 1972 kennen. Mohammed war damals 23 Jahre alt und Randa erst 16. Zu der Zeit bekleidete der Mann das Amt des Verteidigungsministers. In Dubai regierte sein Vater Rashid. Mohammed reiste aktiv durch den Nahen Osten und kam in die Hauptstadt des Libanon, Beirut. Hier kreuzten sich seine Wege mit einer jungen Libanesin. Dies geschah auf einer Party, zu der Randa gekommen war, um den Kummer über ihre Ausweisung aus der katholischen Schule zu vertreiben. Ihre Liebe war wie ein Flammenaufblitzen. Die jungen Menschen empfanden sofort Sympathie füreinander und wussten, dass sie füreinander bestimmt waren. Und bald darauf heirateten sie offiziell. Mohammed überhäufte Randa mit Geschenken, besang seine Geliebte in Gedichten und nahm sie mit auf Reisen in Privatflugzeugen. Das Leben war ein endloser Festtag aus Partys, Champagner und Londoner Nachtclubs. Einige Jahre später zogen sie nach Dubai, und dort erkannte das Mädchen, dass die extrem strengen Bräuche der arabischen Welt nicht für sie gemacht waren. Mohammed erlangte außergewöhnliche Macht und begann, Randa wie eine machtlose Konkubine zu behandeln. Zwischen ihnen begannen regelmäßige Auseinandersetzungen. Im Jahr 1977 wurde dem Paar eine Tochter geboren, die sie Manal nannten. Hier ereignete sich ein mysteriöses Geschehen, über das Randa und Mohammed bis heute lieber schweigen. Möglicherweise verlangte er, dass Randa dem Christentum abschwört, zum Islam konvertiert und auch ihren allzu europäischen Namen gegen einen muslimischen austauscht. Mit letzterem Forderung stimmte die junge Frau zu und erhielt den orientalischen Namen Haifa. Doch den Katholizismus wollte sie keinesfalls verraten, da sie aufrichtig gläubig war. Die Rache von Mohammed erwies sich als furchtbar. Er verlangte die Scheidung und verbannte Randa aus dem Palast. Das wäre alles nicht so schlimm gewesen, aber er verübte noch eine Handlung, die sich auf ihr gesamtes späteres Leben auswirken würde. Der Scheich entzog ihr die 5 Monate alte Tochter und verbot der Mutter streng, ihr Kind zu sehen. Randa wurde in ihre Heimat, den Libanon, gebracht. Sie war jeglicher Unterstützung ihres Mannes beraubt und fand sich allein wieder. Die Frau hatte weder Geld und Bildung, ein eigenes Zuhause noch Lebensperspektiven. Aber das Schlimmste war, dass man ihr das Kind weggenommen hatte. In den folgenden Jahrzehnten versuchte Randa verzweifelt, ihre Tochter wenigstens einmal zu sehen. Doch Scheich Mohammed erlaubte ihr nicht einmal das. Darüber hinaus quälte er gelegentlich die mütterlichen Gefühle seiner früheren Geliebten. In einem Interview mit der britischen Zeitung The Sunday Times berichtete die Frau von den schrecklichen Einzelheiten des Verhaltens des Herrschers von Dubai. Als Manal 2 oder 3 Jahre alt wurde, gab Scheich Mohammed vor, sich über die unglückliche Randa zu erbarmen, und schickte ihr ein Foto ihrer Tochter. Auf dem Bild war das Mädchen zu sehen, wie es auf dem Schoß des Vaters saß. Die Libanesin war so überglücklich über diese kleine Geste, dass sie tagelang über dem Foto weinte. Sie trug es wie eine Reliquie und als Symbol der Hoffnung auf ein Wiedersehen mit ihrem Kind überall mit sich. Nach einiger Zeit erhielt Randa von Mohammed einen höhnischen Brief. Darin wurde ihr mitgeteilt, dass das Mädchen auf dem Bild tatsächlich nicht Manal war, sondern ein ganz anderes Kind. Was die Tochter betrifft, wird Randa sie nie wiedersehen, so sehr sie es auch wünscht. Wahrscheinlich hielt Mohammed dies für einen sehr lustigen Scherz. Aber die unglückliche Frau stand am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Allerdings wusste sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ihr Ex-Mann zu weitaus raffinierteren Racheaktionen fähig war. Im Jahr 2000, als Manal 23 Jahre alt wurde, teilte Mohammed Randa mit, dass er ihr vergangenes Unrecht verziehen habe. Der Herrscher versprach der Frau, dass sie ihre erwachsene Tochter sehen könne. Dafür müsse die Libanesin zu einem gesellschaftlichen Empfang nach Dubai kommen,
bei dem auch Manal anwesend sein würde. Um an der Veranstaltung teilzunehmen, sollte die Frau in einem Abendkleid erscheinen. Die bescheidenen Einkünfte der Frau erlaubten es ihr nicht, solche Kleidung zu kaufen. Aber sie lieh sich Geld und erfüllte die Bedingung. Randa wusste nicht, wie ihre erwachsene Tochter aussah, und so wanderte sie ziellos durch den Saal, in dem die Veranstaltung stattfand. Sie fragte die Assistenten von Mohammed, wo Manal sei. Die Antwort war, dass wenn sie die wahre Mutter sei, ihr Herz das Kind von selbst finden sollte. Die Frau durchstreifte den Raum den ganzen Abend, fand jedoch ihre Tochter nicht. Später erfuhr sie, dass Manal überhaupt nicht bei der Veranstaltung war, und es handelte sich um einen weiteren Scherz von Mohammed. Bei ihrer Rückkehr nach Beirut erwartete die Frau eine weitere unangenehme Nachricht. Mohammed verkündete ihr ein lebenslanges Einreiseverbot in die Vereinigten Arabischen Emirate. Das bedeutete, dass sie ihre Tochter wahrscheinlich nie wiedersehen würde. Dennoch gab Randa nicht auf. Nach 5 Jahren bot sich ihr die Gelegenheit, ihre Tochter zu sehen. Manal wurde 28 Jahre alt, und Scheich Mohammed beschloss, sie mit dem Sohn des Herrschers des Emirats Abu Dhabi, Scheich Mansur, zu verheiraten. Sie sollte seine zweite Frau werden. Die Feierlichkeiten fanden nicht in Dubai, sondern in Abu Dhabi statt, wohin Randa heimlich gelangen konnte. Dafür hatte sie die Unterstützung einer saudischen Prinzessin eingeholt, die zur Hochzeit eingeladen war. Sie versprach Randa, sie zu der Feier zu bringen, damit die Mutter zumindest aus der Ferne einen Blick auf ihre Tochter im Hochzeitskleid werfen konnte. Jedoch, einige Tage vor dem Abflug wurde Randa von einem unbekannten Banditen mitten in Beirut überfallen. Statt auf der Hochzeit fand sich die Libanesin im Krankenhausbett wieder, wo sie lange Zeit bewusstlos lag. Als sie wieder zu sich kam, war das Erste, was sie sah, das verhasste Gesicht von Mohammed Al-Maktoum. Der Ex-Mann nahm sich die Mühe, ins Libanon zu kommen, um jeden Verdacht von sich abzulenken. Er schwor, nichts mit diesem brutalen Überfall zu tun zu haben. Gleichzeitig ließ er es sich nicht nehmen, anzudeuten, dass es für die Frau keine weitere Mühe wert sei, Manal zu sehen ohne sein Wissen. Allerdings erteilte der Scheich auch weiterhin keine Zustimmung für das lang ersehnte Treffen. Böse Zungen behaupten, dass die saudische Prinzessin Randa von Anfang an verraten hat, indem sie Mohammed von den Absichten der Libanesin informierte. In Wut traf der Scheich eine Entscheidung, die er später bedauerte und war gezwungen, persönlich nach Beirut zu reisen, um sich zu rechtfertigen. Es gibt natürlich keinerlei materielle Beweise für diese Entwicklung der Ereignisse. Dennoch hatte der Monarch von Dubai zweifellos einen Grund, die beharrliche Mutter zu bestrafen. Leider hat diese Geschichte kein glückliches Ende, zumindest bisher. Nach der Scheidung, als Randa in den Libanon zurückkehrte, begann dort ein Bürgerkrieg. Einer der Kommandeure der Miliz zwang Randa, ihn zu heiraten. Er behandelte sie grausam, und sie bat ständig um die Scheidung. Sie hatten 2 Kinder. Nach dem Ende des Bürgerkriegs nahm Randa Rache an ihrem Ehemann, indem sie ihn den Behörden meldete und seine Verhaftung veranlasste. Als Gegenleistung wurde ihr erlaubt, mit den Kindern nach Italien zu reisen. Heute ist Randa 67 Jahre alt, und ihre Tochter ist 46 Jahre alt. In all dieser Zeit haben sie sich aufgrund des kategorischen Verbots von Scheich Mohammed nie getroffen. Dank der Entwicklung des Internets und sozialer Netzwerke weiß die Libanesin, wie ihre Tochter aussieht. Allerdings kann kein Foto natürlich die lebendige Kommunikation mit einem geliebten Menschen ersetzen. In der heutigen Zeit lebt Randa in Italien zusammen mit ihren 2 Kindern aus der 2. Ehe. Ihre Tochter Manal ist mit einem arabischen Aristokraten verheiratet und arbeitet im öffentlichen Dienst in den Emiraten. Sie hat die Organisation Frauen von Dubai gegründet, die sich für die Rechte der Frauen einsetzt. Ironischerweise setzt sie sich für die Freiheit der Frauen in ihrem Land ein, darf aber ihre eigene Mutter nicht treffen. Randa träumt weiterhin davon, ihre Tochter persönlich zu treffen und sie einfach zu umarmen. "Alles, was ich möchte, ist, sie wieder in meine Arme zu schließen", sagte sie traurig in einem Interview mit der Zeitung. Diese Aussagen der ersten Ehefrau des Herrschers von Dubai wurden gemacht, als Prinzessin Khaya bint al-Hussein, die geflohene Frau von Scheich Mohammed, Klage vor einem britischen Gericht erhob und die alleinige Sorgerechtsregelung für die Kinder forderte. Prinzessin Khaya hatte deutlich mehr Glück, sie konnte fliehen und die Kinder mitnehmen. Es ist unglaublich, aber selbst nach fast einem halben Jahrhundert verbietet Mohammed Randa weiterhin, sich mit seiner Tochter zu treffen.
Möglicherweise hat diese Haltung für ihn eine besondere Bedeutung, die die uneingeschränkte Macht des Monarchen unterstreicht. Denken Sie, dass diese Geschichte die alte Wahrheit bestätigt, dass Liebe manchmal einen übermäßigen Preis verlangt? Schreiben Sie in den Kommentaren. Abonnieren Sie den Kanal, zögern Sie nicht, einen Daumen hoch zu geben, und bis zum nächsten Mal.